Schönen guten Tag und herzlich willkommen zurück, meine lieben Hörer, zu Trexi und Tails reagieren auf Knight Rider Los Angeles Folge 1. Teil 2. Teil 2, genau. Wir nehmen das jetzt direkt hinter dem letzten Part auf. Deswegen konnte ich jetzt noch nicht unbedingt gucken, was ihr lieben Leute so geschrieben habt. Aber ja, egal. Wir werden auf jeden Fall in den Kommentaren dann drauf reagieren und wenn irgendwas ist, dann wird schon witzig. Ja. Ich würde sagen, bevor wir jetzt weiter ewige Monologe halten oder ich ins Schwafeln abfalle, dann legen wir einfach mal los und machen da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Mhm. War das witzig? Kid, du bist echt einmalig. Das mag ich so an dir. Ich weiß. Und danke. Also los, lass uns zu dem Gelände fahren. Ich denke mal, Beckett hat uns nicht aus Spaß. Und direkt muss ich pausieren. Beckett hat uns nicht aus Spaß. Was? Was habe ich mir denn damals dabei gedacht, das so zu schneiden? Ne, ja, es klingt halt wirklich so, als ob es sehr schnell ausfaden wird, so. Ja, also, das ist, ja, es ist halt so, das ist mir noch in Erinnerung geblieben, dass ich da wirklich gedacht habe, als ich das damals rausgebracht habe, ey, das ist doch eigentlich ein cooler Effekt, weißt du, Andy rennt halt schnell raus, der andere rennt halt schnell raus, knallt die Tür zu und, ja, aber, nee, also im Nachhinein ist das bescheuert. Denke ich mir persönlich. Ja. Naja, vielleicht bin ich auch ein bisschen zu hart mit mir selber, aber meine Fresse. Okay, weiter. Die schwarz schimmernde Karosserie des Knight 2000 gleitet über den in der heißen Sonne flirrenden Asphalt. Nach etwa einer halben Stunde erreichen die beiden den Gebäudekomplex. Da sind wir. Okay. Hier müsste der Wachmann erschossen worden sein. In der Tat, André. Ich orte Spuren von Blut auf dem Boden. Allerdings hat es gestern Nacht geregnet, sodass viel von dem Blut weggespült worden ist. Wie ich den Chef verstanden habe, haben seine Jungs hier nichts gefunden. Wie gut, dass wir besser als die Polizei sind. Bin nur ehrlich. Naja, gut. Lass uns mal das Gelände ein wenig erkunden und sehen, ob wir irgendwas finden. Und halt die Augen offen, Kid. Andri und Kid bewegen sich langsam auf das gewaltige alte Gebäude zu. Wobei Kid mit seinen Sensoren den gesamten Bereich durchleuchtet. Was sind das für Trinkgeräusche, die man da die ganze Zeit im Hintergrund hört? Trinkgeräusche? Ja, es hört sich an wie, als ob jemand trinkt. Ich denke, das ist tatsächlich Teil von dem Sound, von den Sounds, die Kid da gemacht hat. Also ich bin mir jetzt gar nicht sicher, was du meinst. Aber es kann natürlich auch sein, dass da irgendwas. Also ich kann es dir jetzt tatsächlich gar nicht sagen. Also es ist mir jetzt auch selber nicht aufgefallen. Aber kann natürlich sein, dass da irgendwas. Vielleicht kommt es nochmal drin vor, aber eben gerade die ganze Zeit so ein ganz komisches Geräusch. Ich konnte das jetzt nicht einordnen, was das zu bedeuten hat. André, sieh mal dort auf dem Boden. Was haben wir denn da? Ist jetzt nicht mehr da. Es scheint ein Klappfeuerzeug zu sein, André. Man nennt die Dinger Zippo-Kit. Das ist ja interessant. Scheinen wir aber nicht von den Wachenmännern zu stammen. Vielleicht haben Beckets Leute das Ding für unwichtig gehalten. Oder sogar übersehen. Du denkst, der Einbrecher hat es verloren? Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, die wir genauer untersuchen sollten. Sieh mal, ob du Fingerabdrücke findest. In der Tat, André. Das klingt doch gut. Wie man es nimmt, es sind Fingerabdrücke von mindestens zwei Personen. Und der Größe nachzuschließen, sind da entweder auf die Fingerabdrücke einer Frau oder eines Kindes. Es wäre zu schön, um wahr zu sein, wenn es mal leicht wäre, was? Ich stimme dir zu. Ah, okay. Hast du sonst noch irgendwas von Bedeutung gefunden? Negativ. Ansonsten ist hier nichts Ungewöhnliches. Ich glaube, wir sollten uns mal die anderen Polizeiberichte ansehen. Willst du Officer Water fragen, ob er uns die Berichte zuschickt? Ja. Es ist nicht so höflich, wenn wir uns immer einfach in den Polizeicomputer reinhacken, Kid. Sicherlich nicht. Aber es ist effizienter. Ich stelle eine Verbindung her.
David Water, Polizeipräsidium Los Angeles, guten Tag. Hey Dave, ich bin's André. Ich benötige mal wieder deine Hilfe. Ach, der Privatdetektiv mit dem Superauto. Hat mir gedacht, dass du anrufst, André. Übrigens, moin Kid. Hallo David. Lass mich raten, wir beiden hübschen wohl doch sicherlich die Polizeiberichte von den Techno-Einbrüchen, oder? Yep, genau das wollen wir. Aber wer weiß denn das schon wieder? Nun ja, was soll ich sagen? Chief Brackett rennt schon den ganzen Morgen aufgebracht durchs Präsidium. Er hat vorhin auch laut telefoniert. Wenn ihr mich fragt, der Mann könnte nie im Geheimdienst arbeiten. Auf jeden Fall, als er sagte, sprechender Taschenrechner, wusste ich, dass er euch angerufen hat. Du denkst zu logisch, David. Man könnte meinen, du wärst mit mir verwandt. Danke, Kid. Ich will manchmal auch so gerne ein Superauto wie du. Okay, Jungs. Wenn ihr dann mit dem Flirten fertig seid, würde ich gerne auf die Berichte zurückkommen. Natürlich. Ich schick's dir euch rüber. Daten empfangen. Ach ja, Dave. Die Jungs von der Spurensicherung sollten das nächste Mal ein bisschen aufmerksam. Du pausierst? Ja, ja. Es war Schicksal, dass du dein Leben lang diesen Namen sagen wirst. Ich wollte es gerade ansprechen. Also irgendwie, ich weiß nicht wieso, ja, ich kann es nicht sagen, aber irgendwie verfolgt dieser Name mich halt wirklich. Also in Knight Rider Los Angeles gibt es einen Dave, in Rodan und Tant gibt es einen Dave, Alien Downfall gibt es einen David. Also ich weiß nicht wieso, aber du hast recht. Also so gut wie jeder Charakter, den ich gesprochen habe, hat irgendwie mit einem Dave zu tun. Ja, ja. Ja, es ist witzig. Sehr präsenter Name. Durchaus. Und ich würde mal vermuten, dass deine Namenswahl für Dave Rodan nichts, aber auch gar nichts mit Knight Rider Los Angeles Folge 1 zu tun hat. Ich wüsste jetzt aus diesem. Ja, doch, natürlich. Ich hab's wegen 2001 natürlich auch so ein bisschen, ne? Weil ich halt die ganze Zeit an Hell gedacht hatte und mit diesem Dave. Wollte ich halt so Dave und dann natürlich Perry Rodan, wollte ich das zusammen machen. Bei Brian könnte ich dir nicht sagen, wie ich darauf gekommen bin. Ich meine, Hand stand ja schon fest. Aber Brian, weiß ich nicht, keine Ahnung. Vielleicht das Leben des Brian, das es unterbewusst eingespielt hat, aber ansonsten. Ich würde mein Bauchgefühl sagt mir, dass es wahrscheinlich daran lag. Aber gut, Dave und Brian klingt halt auch gut zusammen. Also, ne, wenn man es halt so ausspricht, dann passt das ganz gut. Aber also Dave bzw. David kommt ja immer vor. Also, ne, wie er gerade schon gesagt hat, also Knight Rider, Alien Downfall, Rodan und Hunt. Wenn ich jetzt noch einen Logan Marlow oder Damien Frost einen Dave einbaue oder einen David, dann wissen wir Bescheid. Also. Noch ist es nicht passiert, aber beschwören wir es mal nicht. Es kommt noch, keine Sorge. Definitiv, unterbewusst immer. Ja, aber ich gebe dir absolut recht, dass das irgendwie, keine Ahnung. Also vielleicht nenne ich auch irgendwann eines meiner Kinder mal Dave oder David, keine Ahnung. Oh, das wär natürlich schön. Vielleicht. Ja. Soll mal sein. Kind und ich haben ein Zippo gefunden. Ihr solltet bei der Befragung der Wachmannschaft überprüfen, ob es von denen ist. Der, wer nicht, gehört sicher dem Täter. Gut, gebe ich weiter. Bring's am besten nachher bei mir vorbei. Worteende. Okay, Kate, wir sind hier fertig. Lass uns zu Flag fahren und die Berichte einsehen. Drei Stunden später im Hauptquartier der Foundation zur rechten Verfassung. André sitzt an seinem Schreibtisch und blättert durch die Berichte. Irgendwas stimmt da noch nicht. Was meinst du? Absolut kein Anhaltspunkt zu irgendwas hier. Entweder sind die Einbrecher extrem gut, oder man könnte meinen, die Polizei hat verlernt, ihre Arbeit richtig zu machen.
In diesem Moment klopft es an der Glasscheibe von Andres Büro und Thomas Riker, der Leiter der Foundation, steckt seinen Kopf herein. Ich kann Ihnen da vielleicht helfen, André. Na, dann hauen Sie mal raus, Tom. Das Feuerzeug, welches Sie und Kit gefunden haben, wurde von uns sowie der Polizei untersucht und wir konnten einen der beiden Fingerabdrücke mit 80% Wahrscheinlichkeit zuordnen. Übereinstimmung mit wem? Ein kleiner Krimineller, sein Name ist Tobias Blake. Ich konnte im Übrigen Chief Beckett dazu überreden, dass es klüger wäre, wenn sich einer von Blake vornimmt und ihn gegebenenfalls in Gewahrsam nimmt. Lassen Sie mich raten, ich bin der eine. Ja, da haben Sie recht. Viel Glück dabei, André. Hier muss ich mal ganz kurz pausieren. Also, ne, man merkt halt wirklich schon, der Sprecherpool war nicht sonderlich groß. Du hast mich, du hast den David Water, du hast, ich glaube, noch zwei andere tatsächlich, zwei andere Sprecher und dann war es das tatsächlich. Also es ist wirklich sehr klein und es sind halt so viele Charaktere, die ich mir damals aus dem Allerwertesten gezogen habe, deswegen irgendwie musste ich die besetzen. Thomas Riker ist tatsächlich eine kleine Anspielung an Star Trek, weil der erste Offizier der Enterprise D heißt so. Und ich dachte mir, hey, man könnte das ja kombinieren, aber meine Güte, das Acting ist nicht mehr gut. Das wollte ich nur kurz ansprechen, das ist halt wirklich, man merkt es halt, der Cast ist sehr, sehr klein. Und was mir jetzt auch aufgefallen ist, ich bin damals tatsächlich sehr in den Dialekt abgerutscht, teilweise. In meinen nordischen Heimatdialekt, der ist immer so ein bisschen präsent. Ja. Das habe ich tatsächlich auch gelernt, das zu unterlassen, wenn ich irgendeine Rolle spreche. Ja. Da habe ich Glück. Ich habe nicht so einen krassen Dialekt. Nur es gibt gewisse Wörter, mit denen ich zu kämpfen habe. Zum Beispiel das Wort Kirche. So. Damit habe ich zu kämpfen. Das strengt mich an, wenn ich das hier so... Wir sprechen das halt anders aus, aber dann denkst du halt, du denkst an die Frucht. Mhm. Wenn ich halt an Weihnachten in die Kirche gehe. Ja. Aber das sagt man halt hier so. Ja, naja. Jetzt mit dem CH und dem SCH so ein bisschen. Ne? Ja. Oder hier sagst du halt auch nicht Sprite, sondern du sagst halt Sprite. Sprichst es sehr hart und deutsch aus. Ah ja. Hier geht's. Ja. Ja, so ist das mit den Dialekten. Dann machen wir mal weiter. Jupp. Das ist tatsächlich eine meiner Lieblingsmusik. Wenig später sind André und Kit auf dem Weg. Das sieht davor, fand ich ganz hübsch. Wo der verdächtige Tobias Blake wohnt. Wir sind da. 45 Parkdale Avenue. Okay, Kit. Ich werde mal mit diesem Blake reden. Kit, scan mal bitte die Umgebung. Ich kann nichts Ungewöhnliches feststellen. In dem Apartmenthaus befindet sich eine Person. Mit einem Dietrich verschafft sich André unbeobachtet Zugriff zur Wohnung. Was er dort vorfindet, lässt ihm die Nackenhaare hochstehen. Kit, ruf Beckett und Water an. Unser Verdächtiger wurde mit einem Kopfschuss erledigt. Plötzlich bemerkt André eine Person hinter sich. Die ist aber schneller und kann ihn niederschlagen. Als er wieder zu sich kommt, beugen sich Chief Beckett und Lieutenant Water über ihn. Los, alles klar bei Ihnen? Mir fehlt nichts. Nur mein Ego ist angekratzt. Ja, Kit? André, ich habe mir schon Sorgen gemacht, als du nicht mehr geantwortet hast. Mir geht's gut. Aber was ist hier passiert? Wie es aussieht, schien Blake wem auch immer im Weg zu sein.
Chief, André, seht mal. Hier liegt ein Ausweis von Blake. Wie es aussieht, hat er für die Axiom Corporation gearbeitet. Warte mal, Dave. Bei dem Namen klingelt irgendwas bei mir. Die Axiom Corporation ist ein Unternehmen für hochentwickelte Militärtechnologien. Eine Firma, die neben Night Industries eingebrochen wurde. Aber jetzt egal, Jungs. Lassen wir die Spurensicherung hier aufräumen. Wenig später am Abend. Andri und David verlassen gemeinsam das Präsidium. Dave, soll ich dich mitnehmen? Gerne doch. Das ist doch komisch. Ein Mitarbeiter einer Militärrüstungsfirma begeht Einbrüche in seine eigene und dann noch drei weitere Unternehmen mit ähnlichem Bereich. Komischerweise schnippt er kurz darauf durch den Kopfschuss. Ich weiß nicht, ob es euch weiterhilft, aber die Axiom Corporation hat vor ein paar Jahren versucht, zwei der anderen Unternehmen, in die eingebrochen wurde, einzukaufen. Welche waren es? Einmal die Strategic Industries und dann den Forschungsbereich von Night Industries Research. Diese Axiom Corporation ist mir auch nicht ganz unbekannt. Während meiner ersten Streife haben wir den Tod eines Vorstandsmitgliedes dieser Firma untersucht. Er wurde von einer automatisierten Geschützbatterie erschossen, als sie vorgestellt wurde. Kit, ich würde sagen, wir sehen uns morgen diese Axiom Corporation einfach mal an. Wenn ihr irgendwas findet, vergesst aber bitte nicht, Beckett und mir Bericht zu erstatten. Sicher doch, Dave. Das LAPD soll ja auch noch was zu tun bekommen. So, wir sind da. Danke euch fürs Mitnehmen. Immer wieder gerne, David. Bis morgen, Dave. Bis morgen. Also ich muss an der Stelle nochmal pausieren. Was mir jetzt tatsächlich im Nachhinein nochmal ein bisschen aufgefallen ist, ich habe es mit den Übergängen damals nicht so hinbekommen. Beziehungsweise die Hintergrundgeräusche sind teilweise ein bisschen verquer und switchen ziemlich merkwürdig hin und her. Also insbesondere jetzt auf der Fahrt hat man es gemerkt, wo plötzlich hast du den Straßenlärm, dann hast du plötzlich keinen Straßenlärm mehr, dann hast du wieder Straßenlärm, dann ist der Straßenlärm ein bisschen lauter. Ja, das geht besser. Das geht definitiv besser. Ja. Mhm. Und auch die das Ineinandergehen der Effekte, also jetzt auch als Kid gebremst hat und dann du von dem Fahrtgeräusch in das Standgeräusch gewechselt bist, das war sehr abrupt und distracting, würde ich fast sagen. Ja, das hast du auf jeden Fall in späteren Folgen dann etwas sanfter, etwas homogener geschafft. Ja, da würde ich dir zustimmen. Genau. Also ab Folge 2 ist es ja auch so, da hat Kit ja auch ein komplett neues Sounddesign. Also dadurch, dass es ja, Spoiler, Kit ab Ende der zweiten Folge kein Trans-M mehr ist, hat er ja auch komplett andere Sounds, sag ich mal. Und ja, aber das ist mir jetzt gerade noch mal so aufgefallen, weil ich mir dachte, was habe ich mir denn damals dabei gedacht, das so zu machen? Aber naja. Und halt etwas, das mir jetzt auch noch aufgefallen ist, es sind teilweise Outtakes drin. Es sind halt teilweise wirklich Outtakes drin, wo ich mich versprochen habe und ich habe es da nicht rausgeschnitten. Ja. Aber so ist das. Dann würde ich sagen, machen wir mal weiter. Das ist auch ein sehr schönes Musikstück. Am nächsten Morgen sind André und Kit auf dem Weg zum Hauptquartier der Axiom Military Research Corporation. Nein, lass mal. Ich bevorzuge das Überraschungsmoment. Ich habe vollstes Vertrauen in deine Fähigkeiten. Aber dennoch muss ich darauf verweisen, dass wir uns genauso an die Gesetze halten müssen, wie eine Polizeibehörde. Sieh's mal so, Kit.
Blake war auf unserem Gelände. Und mir als Mitarbeiter von Light Industries steht zu erfahren, warum. Na dann, viel Glück. Wir sind da. Okay, ich gehe rein. Warte hier und hört auf Überwachung. Selbstverständlich. Handy klingt ein bisschen müde. Ja. Andri steigt aus und geht auf das Hauptgebäude der Axiom Corp zu. Als er die Lobby betritt, staunt er nicht schlecht über die moderne Inneneinrichtung. Er geht auf die Rezeption zu. Guten Tag, mein Name ist André Knust. Ich hätte gerne an Ihrer Mitarbeiter gesprochen. Haben Sie einen Termin? Nein, ich arbeite für die Night Industries Foundation und untersuche einen Einbruch auf unserem Forschungsgelände. Warten Sie bitte einen Moment. Guten Tag. Hallo. Folgen Sie mir bitte. Okay. Also, Ihr Name ist André Knust. Sie arbeiten für Night Industries. So viel weiß ich von Ihnen. Aber was wollen Sie hier? Ich bin mit der Untersuchung eines Einbruchs auf unserem Forschungsgelände außerhalb der Stadt betraut worden. Ich kann feststellen, dass einer Ihrer Mitarbeiter diesen Einbruch verübt hat. Und dabei einen Wachmann erschossen hat. Sagt Ihnen der Name Tobias Blake etwas? Mr. Knust, wenn es Blake war, der Ihren Einbruch begangen hat, dann tut es mir leid, sagen zu müssen, dass ich Ihnen nicht helfen kann. Blake arbeitet nicht mehr hier. Nun, ich denke mal, dass der Junge einen Grund gehabt hat, bei uns einzubrechen. Wissen Sie einen? Er ist ein Vollidiot, der nichts auf die Reihe bekommen hat. Sie wissen von seinem Tod. Ja, wir haben, könnte man sagen, die gleichen Freunde. In was für einer Beziehung standen Sie zu Blake? Da ich... Man merkt halt jedes Mal, wenn du irgendwie einen Take beendest oder anfängst, man hört immer dieses Klick, Klick, Klick. Ja, so ein bisschen, also den Anfang der Audiospur, ja. Mhm, das ist mir vorher nicht aufgefallen. Ich denke, Die Mickey Maus fand ich auch sehr interessant. Das war halt auch legit ich, weil ich mir dachte, scheiße, wo nimmst du jetzt eine weibliche Stimme her? Und dann habe gesagt, ey, Koye, dann machst du es halt selber. Dann mache ich das selber. Ja, ich halt selber. Trete ich mir erstmal selber in die Klöten und dann wird's aufgenommen. Das war halt ne, ganz, ganz schlecht gepitcht. Und Also ich habe schon geahnt, dass das kommt. Ich hatte das nicht mehr so auf dem Schirm, aber ja, da stimmt, das war ja auch mit dabei. Ja, und Seelensplitter liefert mal wieder ab. Ganz genau, also die Introduction zu Amy Goldstein, Dr. Amy Goldstein, kann ich ja mal ganz kurz ein bisschen zu erzählen. Der Name stammt tatsächlich nicht von mir. Also der Name Dr. Amy Goldstein stammt von ihr. Mhm. Weil ich hatte damals, als ich das Hörspiel geschnitten habe, beziehungsweise das Hörspiel geplant hatte, hatte ich schon das ein oder andere Mal mit Seelensplitter zu tun gehabt und habe dann halt gefragt, hey du, ich plane eine Knight Rider-Serie zu machen und habe so einen Charakter im Kopf, einen weiblichen. Und habe ich ihr so ein bisschen die Grundgeschichte erzählt, nur was dieser Charakter machen wird in dem Skript. Und ich habe halt gesagt, hey, ich habe noch keinen Namen, wie nenne ich den denn? Also gesagt, hier, Dr. Goldstein. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, Vorname Dr. Amy Goldstein. Okay. Mhm. Und so ist halt der Name entstanden. Und was ich halt anmerken muss, also wenn du jetzt mein Acting und das von Splitty vergleichst, das ist schon hart. Also die gute Splitty hat damals schon richtig gute Arbeit geleistet. Und ich finde auch ihre Parts in jetzt auch in der Folge sind halt wirklich wunderbar gemacht, weil sie diesem Charakter so eine gewisse Arroganz gibt, so ich will nicht mit ihnen reden, was wollen sie überhaupt von mir? Was ja nachher noch eine Rolle spielt, also auch in Folge 2. Und das ist halt, das ist ja wunderbar geworden. Die Geschichte an sich ist immer noch gut, aber die Umsetzung lässt zu wünschen übrig, sagen wir mal so. Aber Grüße gehen raus an der Stelle an Seelensplitter. Danke dafür. Definitiv. Wer weiß, was die Zukunft noch bringt, ne?
Ja, definitiv. So. Dann, warte. Weiter geht's, Leute. Keine Dienstmarke an Ihrem Gürtel sehen kann, Mr. Knust. Geht Sie meine Beziehung zu Blake nicht das Geringste an? Hm, zurück zu dem Einbruch. Wissen Sie, was er von Night Industries hätte haben wollen? Keine Ahnung. Sagen Sie es mir. Es ist Ihre Firma. Denken Sie mal nach. Miss Goldstein, wovon sprechen Sie? Ich spreche von Ihrem hochentwickelten Superauto, welches unten vor dem Eingang steht. Was für ein Superauto? Halten Sie mich nicht für dumm, Knust. Ich spreche von dem Night 2000. Ach ja? Ich habe selbst kurzzeitig bei Night Industries gearbeitet. Ich bin mir der beiden Fahrzeuge bewusst. Und dennoch können und oder wollen Sie mir nicht sagen, was Blakes Intention gewesen sein könnte? Ich sagte Ihnen bereits, dass ich keine Ahnung habe. Blake hat sich selbst immer für hyperintelligent und gewieft gehalten. Dabei war er dumm wie Brot. Naja, so dumm kann er ja nicht gewesen sein, wenn er in unser Forschungsgelände einbrechen kann, ohne geschnappt zu werden. Ich habe Ihnen alles gesagt, was ich weiß. Beziehungsweise, was für Sie relevant wäre. Okay, das wäre dann erstmal alles. Falls Sie noch irgendwas dazu sagen möchten, dann können Sie mich unter dieser Nummer erreichen. Eventuell. André verlässt das Hauptgebäude der Axiom Corp und geht zu Kit. Alles in Ordnung? Naja, die junge Dame hat mir nicht sehr viel Auskunft gegeben. Lediglich, dass dieser Blake wohl nicht mehr hier arbeitet. Das kann nicht sein. Ich habe mir die Kontobewegungen von Blake angesehen. Er hat bis vor 2 Tagen noch immer Lohnzahlungen von der Axiom Corporation erhalten. Du meinst, bis zu dem Tag, wo der Einbruch stattgefunden hat? Exakt. Des Weiteren ist er nach wie vor im Verhältnis der Mitarbeiter der Axiom Corporation gelistet. Dann hat diese Miss Goldstein wohl nicht ganz die Wahrheit gesagt. Aber sie schien Blake persönlich zu kennen. So wie sie über ihn redet. André, als sie beim Händedruck deine Uhr berührte, konnte ich ihren Fingerabdruck scannen. Er stimmt mit dem kleineren auf dem Zippo überein. Das wird ja immer interessanter. Kit, lass uns zu Fleck fahren. Auf dem Weg bemerken André und Kit einen schwarzen Geländewagen hinter sich. André, wir werden offenbar verfolgt. Kit, sieh dir mal das Fahrzeug an. Es ist ein gepanzerter Jeep. Die Zulassung ist auf die Axiom Corporation angemeldet. André, der Jeep besitzt 2 Mikroraketenwerfer an der Front. Sie sind scharf. Ah, das ist ja nicht sehr freundlich. Ein gezielter Treffer dieser Raketen an meinem Treibstoffsystem oder meiner Hinterachse kann ernsthaften Schaden verursachen. Kit, wir sind mitten in der Innenstadt. Glaubst du, er wird diese Raketen... Abschuss erfolgt. Turbo Boost! In letzter Sekunde kann Kit mit Hilfe des Turbo Boosts der Rakete ausweichen, welche in den Asphalt oder hineinschlägt. Okay, anscheinend wurden sie doch. Wie geht's dir, Partner? Kein Schaden festgestellt, aber wir müssen den Jeep stoppen. Wenn wir ein EMP abfeuern, würde das den Jeep aufhalten? Möglich. Dann tu es. Lade EMP. Ha, das hat funktioniert. Kit, scan den Jeep. Ich kann ihn nicht durchleuchten. Sehr interessant. Da sitzt niemand drin. Aber Autos fahren noch nicht von selbst. Tun sie das nicht? André, sofort weg von dem Jeep. Ah.
Ja, und an der Stelle ist es ein guter Moment zu pausieren, denn Andrew Connor ist gerade gestorben. Ja, ja, kein Geräusch, wie er von dem Auto wegläuft, oder? Nee. Ne, gar nicht. Beziehungsweise etwas, das mir jetzt auch noch aufgefallen ist, ich meine, wir haben es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, aber na, dann kommt ein Jeep mit Raketenwerfern hinter dir her und ja, der wird schon nicht feuern. Und dann so, oh, ja, naja, dann feuern sie anscheinend doch. Also, ja, ne, das ist keine Ahnung. Das ist sehr abgeklärt, also der hat schon alles durchgemacht. Ja, das ist ein richtig, richtig harter Hund, also wirklich. Ja. Ja. Der Plot entwickelt sich so langsam, ne, man merkt, es geht voran. Ich würde sagen, wie gesagt, dann cutten wir an der Stelle nochmal. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen gemein, gerade direkt nach der Szene. Ja, ist sowieso schon länger geworden, als du eigentlich geplant hast. Ja, ja, genau. Aber dann könnt ihr euch freuen und dann würde ich sagen, hören wir uns bei der nächsten Folge wieder, wenn es dann, wenn Andy und Kit, also wenn Kit jetzt alleine weitermacht, weil Andy ist gerade gestorben. Ja, als also, Zombie. Ja, sorry, not sorry. Es passiert halt einfach. Ja. Ein Mann, ein Toter, ein Auto. Er ist vom Knight Rider zum Ghost Rider geworden. Genau. Oh das ja, und mit es. Diesem schlechten Witz verabschieden wir uns. Bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten. Und wieder mal möchte ich meinem wertgeschätzten Kollegen Tales of Cthulhu danken, dass er sich dieses Hörspiel mit mir zusammen anhört. Wie es hier weitergeht, erfahrt ihr dann im dritten und letzten Teil, und zwar nächste Woche. Wenn ihr Lust habt, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und wenn euch der Content auf diesem Kanal gefällt, dann würde ich mich auch über ein Abo freuen. Und vergesst auch bitte nicht, beim guten Tales of Cthulhu vorbeizuschauen und auch bei der guten Seelensplitter, die wir ja jetzt doch ein bisschen geteased haben. Link auch unten in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.